Warum nur hält ein so zerbrechlicher Mensch die Zügel des Lachhaften in der Hand? Während ich grüble, greift der Sohn unter die Sitzfläche des Stuhls und bereitet einen neuen Drachen zum Flug vor. Es gibt nicht nur ein Leben, nicht nur eine Art zu lachen, der Humor ist facettenreich. Der neue Drachen ist gelb mit rotem Schweif. Der Zusammengesackte hat sich wieder entspannt. Er lächelt, lacht in den Himmel. Welche Art des Humors mag das gewesen sein? Sind Schwank, Pointe und Slapstick in den Wolken versteckt oder war es der Hohn, das letzte Aufbäumen, der Galgenhumor persönlich? Hinfort, nicht mehr einzuholen, hoffentlich fallen sie irgendwo mit nachlassendem Wind zu Boden, um dort ihre Wirkung entfalten zu können. Ich war nah dran, sehr nahe. Jetzt breite ich meine Arme aus und rufe, es tut mir leid, ich habe mein Bestes gegeben, aber ich konnte ihn nicht einfangen, den Humor. Er ist entschwunden, einfach entschwunden, der Wind trägt ihn dahin. Der Sohn hinter dem Rollstuhl hört mir zu, er versteht meine in die Luft posaunten Worte nicht, das zeigt sein Gesichtsausdruck, aber es ist ihm einerlei, vielleicht bringt der Alte ja auch nur noch wirres Zeug zustande. Der Junge weiß, wie man einen Wirrkopf zum Lachen bringen kann. So greift er unter dem Rollstuhl und schenkt mir einen Drachen. Das Knochenbündel lächelt mir auf meinen Mund dann zu. Ich bedanke mich überschwänglich. Ich halte einen einfachen Drachen mit drei Holzstäben, einer Plastikverstrebung, leichtem Stoff und einer aufgewickelten Nylonschnur in der Hand. Nicht mehr und nicht weniger. Ich trotte nach Hause. Auf der Straße vor unserem Haus liegt etwas. Sigmar Söcke und ich betrachten den Kadaver eines Marders auf dem Asphalt der 30er-Zone. Der Kopf fehlt. Der Marder wollte die Straße überqueren, um in der Decke über meinem Arbeitszimmer wie gewohnt umherzuspringen. Jetzt liegt sein Körper mit roter Halskrause mitten auf der Straße. Ich wundere mich, wie klein der Störenfried in meinem Dach eigentlich war. Vielleicht liegt es an seinem fehlenden Kopf, dass er mir jetzt so mickrig erscheint. Das ganze Jahr über hat er mein Nervenkostüm auf die Probe gestellt, mich fast in den Wahnsinn getrieben mit unzähligen Sprüngen über meinem Kopf, dem Kratzen und Schaben seiner Kralle. Ich bin in den Park geflohen, um diese Geräusche loszuwerden, habe sie gegen Vogelgezwitscher getauscht für ein paar Stunden und wusste, bei meiner Rückkehr würden die Geräusche sich wieder fortsetzen. Ich schaue mir den kopflosen Kadaver mit einer gewissen Genugtuung, mit tiefer Zufriedenheit an. Tamasch hat sich zu uns gestellt, in Gedanken sofort bei seinem Kater, der immer noch nicht zurückgekehrt ist. Der blickt noch leidender als gewöhnlich auf die Fleischreste auf der Straße. Sigmar Söcke bemerkt nur lapidar, ja, so geht's, bumm und weg, Gummi gegen den Artenschutz, klarer Sieg. Für Gummi, grüß euch. Er stapft sorglos wieder zu seinem Haus. Tamasch und ich verabschieden uns per Kopfnicken. In meinem Arbeitszimmer herrscht eine angenehme Stille. Kein Kratzen, kein Springen, ich lehne mich zufrieden zurück. Doch noch bevor die Hoffnung aufkommt, mit dem Ende des nervigen Aufsetzens der Krallen auf der Zimmerdecke, könnte auch die Stimme in meinem Kopf verstummen, höre ich einen Summton in meinen Ohren. Jemand singt leise vor sich hin und benutzt dazu meinen Kopf als Klangraum. Nicht alles, was meine Nerven traktiert, ist Humor oder die Suche danach. Ich werfe den Drachen in eine Ecke des Vorzimmers. Shut up! Der Göll, Schnauze, Schlechti, rufe ich, brüllig, verzweifelt, als verstünde die Stimme in meinem Kopf meine Sprache nicht. Wie üblich ändert das nichts. Tamasch geht unruhig vor seinem Haus auf und ab. In meinem Kopf singt es, eine Melodie ist nicht wirklich auszumachen. Irgendwer singt einfach irgendetwas in irgendeiner Tonart, ohne viel Talent oder Anspruch. Ich denke an die Note, jene dahingeschepperte Note aus dem Johann Strauß-Wald, seinem Flughafenbus. Sie lässt sich vielleicht auf irgendeinem Kragen, in irgendeinem tiefen Ausschnitt in die Welt tragen. In Wirklichkeit ist die Note gar keine Note, sie ist eine dieser leidigen Humorarten. Im Flughafenbus hat sie eine wunderbare Ausgangsposition. Von hier aus wandert sie in die Welt, da wo sie gerade gebraucht wird. Da lässt sie sich nieder. Am Anfang war der Walzer, zumindest hierzulande. Ich springe hektisch auf,
springe und schüttle mich, entledige mich meiner Jacke und donnere sie zu Boden, als habe sie ein giftiges Insekt darauf niedergelassen. Ich befreie mich aus meiner Hose und dem Shirt, doch bleibt keine Note, nicht einmal eine Gels oder ein Käfer zurück. In meinem Kopf singt wer ungerührt, ungestört. Ein streunender Kater soll über den Verbleib des Marders sehr traurig gewesen sein, vermutlich auch einsam, denn auch der Lieblingsfeind ist eine Bezugsperson. Der Kater streunt lustlos um das Haus herum, lugt vorsichtig um die Mauern, als würde der Marder plötzlich wieder dort auftauchen, um mit ihm auf eine graue Maus zu warten. Der Kater würde sogar für ihn die Marderfalle kurzzeitig besetzen, wenn er nur wieder käme. Es kommt kein Marder mehr, solange er auch wartet. Der Kater wartet, langweilt sich, wartet. Zecken und Flöhe plagen ihn, sein Fell ist verfilzt, die Haare verklebt. Er denkt immer öfter an ein weiches Polster und eine tägliche Schale mit feinstem Dosenfutter. Er beschließt, sein streunendes Dasein zu beenden und einfach zurückzukehren. Doch Tamasch steht nicht mehr auf dem Gehsteig und wartet auf ihn. Die Haustür ist verschlossen. Hochspringen und lautes Miauen helfen nicht. In der Wohnung geht kein Licht an. Es bleibt dunkel. Der Kater wartet vor der Haustür. Sein Herrchen wird bald wiederkommen. Der Kater wartet auf der Fußmatte. Tamasch liegt seit letzter Woche im Spital. Er musste eine Lungenentzündung auskurieren. Es wird Sommer und er verkühlt sich derart, dass er auf dem Gehsteig nach einem heftigen, nicht enden wollenden Hustenanfall zusammenbrach. Der Postler, der gerade seinen Dienst schob, wurde auf den am Boden liegenden aufmerksam und alarmierte die Rettung. Jetzt hat Tamasch endlich einmal Zeit, die Tageszeitung zu lesen. Morgen nach der ärztlichen Visite soll er entlassen werden. Sein Bettnachbar ist letzte Nacht gestorben, friedlich eingeschlafen. Soweit das in einem Krankenhaus überhaupt möglich ist, zwischen Messkontrollen, Sichtkontrollen, Schichtwechsel der Schwestern, Schichtwechsel der Ärzte, Besuch der Verwaltung, der Seelsorge bei Bedarf, Putztrupps, Essenverteilung, Vorhang auf- und zuziehen, belanglose Fragerei zum Allgemeinen und Verdauungsbefinden. Der Leichnam wurde aus dem Zimmer in die Pathologie geschoben, das Türschild mit seinem Namen entfernt. Angehörige gibt es keine. Die herbeigeeilte Nachbarin des Verstorbenen erzählt Tamasch, dass nur der Hund und ein paar wertlose alte Möbel zurückbleiben. Die Möbel gingen auf den Mistplatz, aber den Hund könne sie nicht dort lassen. Sie selber habe eine Katze und könne den Hund nicht übernehmen. Dieser sonst sehr liebenswerte und treue Hund möge keine Katzen. Tamasch erklärt sich spontan bereit, den Hund zu sich zu nehmen. Die Nachbarin dankt ihm überschwänglich. Sie wird das Tier morgen pünktlich zum Eingang des Spitals bringen. Tamasch lächelt, er freut sich auf seine neuen Mitbewohner. Als die Nachbarin das Zimmer verlassen hat, fällt ihm auf, dass er nicht einmal gefragt hat, was für ein Hund ihn erwarte. Ein Hund, der keine Katzen mag, wartet morgen auf ihn am Ausgang des Spitals. Das ist gut so, befindet Tamasch. Und schaut aus dem Fenster.